Mein Name ist Florian Willinger. Ich bin Produktberater bei APV aus Österreich und ich darf heute die Rollhacke RH600 vorstellen. Die Rollhacke hat eine Arbeitsbreite von 6 Metern und wie wir sie hier sehen, mit einem pneumatischen Sägerät auch ausgestattet für eventuelle Untersaaten. Die Rollhacke hat in Grundausstattung ca. 750 Kilogramm, in dieser Ausstattung ca. 900 Kilo, also für Schlepper ab 65 PS ist die Rollhacke geeignet. Die Rollhacke ist mit 40 Hackringen ausgestattet, wobei jeder Hackring 6 mm Stahlstifte hat, die das Striegelergebnis erreichen. Das ganz Besondere an dieser Rollhacke ist die Winkelverstellung. Ich darf es kurz zeigen. Jeder einzelne Hackring kann im Winkel von 0 bis 30 Grad verstellt werden. Somit wird die Striegelwirkung eingestellt. Diese kann weiters auch über die Tasträder vorne eingestellt werden, über den Oberlenker vom Schlepper oder auch über die Fahrgeschwindigkeit. Die Fahrgeschwindigkeit liegt in der Regel bei 2 bis 12 km pro Stunde. Wir werden heute hier in der Sommergerste ca. 7 km/h fahren. Weiters ist es auch möglich, jeden einzelnen Hackring einzeln hochzuheben. Das ist ganz besonders wichtig bei Reinkulturen, wenn diese in sensiblen Stadien sind. Die Striegelwirkung selbst ist mit einem Normalstriegel zu vergleichen, wobei der große Vorteil darin liegt, dass durch die rotierende Bewegung die Verstopfungsanfälligkeit viel geringer ist und somit für Betriebe, die pfluglos arbeiten oder mit Mulchsaaten, hier ist die Rollhacke besonders gut geeignet.